Dann noch ein Hallo an die Leute, die auf YouTube zuschauen. Wir machen hier weiter im Tempel des Wasserpergamenton und haben im letzten Part oder im letzten Stream, wie auch immer, eigentlich noch kaum was hier gemacht. Wir sind bloß einmal ganz kurz rübergelaufen, haben dort den Block mitgenommen und mehr auch nicht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier links an und gehen durch den Gang. Hier unten war, glaube ich, nichts weiter. Mal gucken, was wir heute so erleben werden und was der Tempel für uns bereithalten wird. Hier gibt es auf jeden Fall diese komischen Krabben. Und wieder einen neuen Remix des Battle-Themes. Das finde ich cool. Hatten wir am Tempel des Erdpergamenton auch schon. Wobei, jetzt ist der gleiche, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Zählen die Kneifzangen von denen als Spitzen? Kann ich auf die drauf springen? Ich weiß es nicht. Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Saddest Bobby. Ja, das finde ich auch doof irgendwie. Verstehe auch nicht, warum. Warum muss er draußen bleiben? Irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber okay, wenn er das so möchte, dann soll er das so machen. Warte mal ganz kurz. Was genau muss er jetzt hier machen? Nee, Moment, hä? Jetzt bin ich wieder lost gerade. Nee, Moment, hä? Ich bin gerade irgendwie dumm. Das kennt man ja. Ah ja, so einfach. Genau, dann kann man das... Ja, okay, ja, das ist klar, okay. Das war einfacher als gedacht. Also manchmal... Egal. Und wie geht's euch heute so? Was habt ihr Spannendes gemacht? Ganzen Tag. Ich war heute sehr produktiv. Ich habe voll viel für YouTube gemacht. Hab auch ein paar Uni-Sachen gemacht. Und... Oh, ein... Nee, ich dachte, das wäre halt der Hammer gewesen. Ach, Glitzereisenstiefel sind das, nett. Jetzt bekommen die sogar ein Glitzerformat. Ich habe gegähnt. Geil, Benny. Das ist eine richtig gute Errungenschaft einfach. Gähnen. Wow. Da kommt Krabben aus den Löchern. Kann man die Löcher auch reingehen? Geht das? Nee, scheinbar nicht. Schade. Ich muss das kurz austesten. Ich habe geatmet und existiert. Geil. Das sind auch, sehr wichtige Dinge. Übrigens, oh, die blauen Krabben, nett. Liegen meinen Genen. Ach, Benny. Übrigens, wo ich gerade das Bits-Abzeichen von Phil sehe, weil er ein Bit gespendet hat, da habe ich auch noch was vor, was einzustellen. Das habe ich bisher nicht gemacht. Und Bits Emote wird auch demnächst irgendwann freigeschaltet. Der existiert jetzt, der, den habe ich gemacht, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Schwester. Und der muss noch freigeschaltet werden von Twitch. Ich habe gegessen und geschlafen und dann gegessen und geschlafen. Das klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Nach einem sehr guten Plan. So. Nice, 22 Sprünge Schaden, sehr schön. So in etwa sah mein Tag gestern aus. Gegessen, geschlafen, gegessen. Das kenne ich irgendwie von mir. Sehr gut. Ich probiere trotzdem mal, ob man hier rein kann irgendwie. Ich möchte es austesten. Eventuell geht es ja in einen der Löcher oder so. So, den Glitzer haben wir... Ne, den haben wir schon, genau. Und dann hat er den Schlaf gegessen und mit dem Essen geschlafen. Man kennt Benny, man kennt. Da haben wir wieder mein Catchphrase. Nein, was zum Teufel. Ich habe bis fast 13 Uhr gepennt und habe seitdem nur gefrühstückt, gezockt, Burger gemacht, gezockt, Benny jetzt gucken und jetzt bin ich hier. Nice. Das war auch ein sehr spannender Tag, scheint. Dankeschön für die 5 Bits, Phil. Was soll das denn sein? Wahrscheinlich muss man da irgendwas in was anderes stecken und damit noch etwas anderem machen. Aber ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Ja, ich gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Wobei doch, eventuell schon mal. Also jetzt hätten wir hier eine Verbindung, aber die bringt einem halt nichts. Okay, hier fehlt, glaube ich, noch ein Stück, kann das sein? Noch irgendwie ein Stück, was alles verbindet? Ich glaube. Ich weiß es nicht, aber es kommt mir so vor. Weil man kann die halt nicht verbinden hier, die Dinger. Ja, wir gucken mal. Vielleicht finden wir irgendwas, ja. Aber was ich sagen wollte, am Wochenende kann man sich das ja mal so gönnen, so einen Tag frei zu machen quasi. Deswegen... Ah, guck mal, was haben wir hier gefunden? Ich habe heute nur bis 8:20 Uhr gepennt, habe seit
Monaten nicht mehr, habe ich seit Monaten nicht mehr gekriegt. Nice, das ist doch auch was Schönes, weil mal nicht bis zur Unendlichkeit zu schlafen quasi ist auch noch was Spannendes. Was ist denn hier für ein Schatten in der Luft? Die Community ist ja echt kreativ und macht sinnvolle Sachen, ja. Aber was ich noch sagen wollte, am Wochenende kann man sich ja so einen faulen Tag mal gönnen, sag ich mal. Deswegen geht das auch mal klar. Um wie viel Uhr ist denn die Endlichkeit? Ja, keine Ahnung. Ich weiß halt von Phil, dass er manchmal bis sehr spät am Nachmittag noch irgendwie pennt. Deswegen ist 8.20 Uhr mal echt eine nice Zeit, muss ich sagen. Ich möchte auch wieder früher aufstehen. Ich stehe aktuell immer um 10 auf. Aber ich würde voll gerne wieder meine Zeit auf um 8 erhöhen. Weil, ja, es ist einfach besser, es früher aufzustehen, um noch mehr vom Tag zu haben, sag ich mal. Passiert vielleicht irgendwas, wenn ich alle Kram umbringe hier oder so? Das ist einfach so das Ding. Es bringt halt nichts, ewig wach zu bleiben. Und dann einfach... Was ist das schon wieder hier? Wait. Es bringt halt nichts, ewig wach zu bleiben und dann nichts zu machen, so irgendwie. Aha. Ich werde morgen auch so früh aufstehen, denke ich. Ja, das ist auch sinnvoll, Phil. Das ist genau das, was Benny und ich dir mal in dem Minecraft mit Marvin Stream gesagt haben. Dass es doch mal sinnvoll ist, ein bisschen früher zu schlafen, als immer nur... Keine Ahnung. Oder ja, doch ein bisschen früher zu schlafen, als immer nur mega spät erst. Und demnach auch ein bisschen früher aufzustehen. Weil es ist ja auch eigentlich so, je früher du schlafen gehst, umso früher wachst du automatisch irgendwie auf. Außer du hast halt davor einen Tag gehabt, wo du mega lange geschlafen hast. Nee, die Gegner hier umbringen bringt nichts, weil die ist jetzt auch gerespawnt hier. Genau, ach, da unten. Aha, guck mal einer an, da ist krass eine komische Lila-Krabbe vorbeigelaufen. Die möchte ich mal ganz kurz vorknüpfen, wenn die wieder vorbeikommt. Das ist normale gewesen. Ist auch normale. Jetzt kommt auch hier wieder. Nein! Okay, ich bleib mal... Ist sie da oben? Okay, die kommt irgendwie... Irgendwie würde mich verarschen scheinbar. Wie genau gehe ich denn das jetzt an? Das wird spannend auf jeden Fall. Die irgendwie rauszulocken. So, das hier sollte ja easy sein, genau. Es sind immer so Sachen... Genau wie das eine Mal mit diesen komischen Riesenscheigei-Viechern, wo ich auch irgendwie ewig gebraucht habe. Ja, das ist mir egal, ich habe die besseren Eisenstiefel jetzt. Wo ich auch irgendwie ewig gebraucht habe, um zu checken, was ich da machen muss. Muss ich da auch gleich mal gucken. Nehme ich überhaupt auf? Ja, nehme ich sehr gut. Das musste ich gerade noch mal ganz kurz nachprüfen. Okay. Ich habe was in meiner Routine vergessen. Ich bin noch aufgewacht. Ja, das ist natürlich auch sinnvoll. Das ist ja da unten, das ist da oben. Wie genau? Das muss doch irgendwie gut funktionieren. Kann man die Löcher eventuell zumachen? Oder so? Nee, kann man nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, Phil. Das ist ja auch einfach so, dass es irgendwann nervig wird. Okay, der... Okay, der... Kommt immer da raus, wo man quasi... Nee, hä? Ich dachte jetzt, der kommt immer da raus. Okay, der kommt immer da raus, wo man halt näher dran ist, sag ich mal. Quatsch, wo man weiter von entfernt ist. Wie genau bekomme ich den denn? Oh Gott, jetzt bin ich wieder... Ich bin halt nicht so schnell. Kann man sich irgendwie... Gibt es irgendwas, mit dem man sich schneller machen kann? Oder so, ich weiß es nicht. Wir müssen den so in die Mitte bekommen. Er war gerade in der Mitte irgendwie. Jetzt ist er unten. Wo kommt der? Wenn ich jetzt hier in der Mitte bleibe, kommt er nirgendwo raus irgendwie. Auch interessant. Jetzt ist er da oben. Jetzt will er unten wieder rauskommen oder auch nicht. Hat das irgendwie...
Hat ja eine Idee, wie man das machen soll? Oder geht das vielleicht noch gar nicht? Vielleicht brauche ich dafür noch irgendwas, was ich noch nicht habe. Das kann ich mir nicht gerade gut vorstellen, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das sonst machen sollte. Hast du einen Tipp, Olivia? Okay, Moment. Die Wand hier, wo der Fleck ist. Ah, okay, das macht Sinn. Okay, das war praktisch. Aber muss die jetzt draußen sein, wenn ich den betätige? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach mal so. Er steckt sie im Loch fest. Geil. Okay, ich hab sie aber getroffen. Nice. Okay, sehr schön. Für solche Situationen gibt Olivias Tipp immer. Praktisch. Mir ist ja dieser komische Fleck da an der Wand gar nicht aufgefallen. So, hier gibt es wieder 3 Ringzüge für. Mama, wie soll ich das denn machen? Warte mal. Ah, nee, Quatsch. Was habe ich jetzt gemacht für einen Scheiß? Das war wieder richtig sinnvoll auf jeden Fall. Oh boy. Warte mal. Ich habe 2 Aktionen. Ich habe gerade vergessen, dass ich ja gar nicht zurückgemacht habe. Das war richtig klug auf jeden Fall. Oh Gott, 14 Schaden machen die. Okay, das ist krass. Obwohl ich sogar geblockt hatte. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich perfekt, genau. Da gab es jetzt irgendwie 3 Ringzüge für und ich habe es in einen lösen können. Manchmal verstehe ich nicht, wie das Spiel berechnet, sag ich mal, wie viele Ringzüge du frei hast. Das System ist manchmal irgendwie ein bisschen komisch, keine Ahnung. Oh, es lebt ja noch, weil ich zu viel gedrückt habe. Ich mache jetzt etwas, was wieder alle Menschen triggern wird, und zwar hole ich meine Dose Thunfisch. Gone wrong. Alles klar, viel Spaß dabei, Benny. Und guten Appetit wünsche ich dir. Mit deinem Thunfisch. So, jetzt haben wir das Feenstück. Nice. Kanalkachel. Von einer diebischen Krabbe zurückstiebitzt. Rasch zurück damit. Was ist das wohl für ein Ding? Haben wir nicht irgendwo hier etwas? Ja, ich weiß. Wo war das noch? Im Raum davor. Leidest du irgendwie an Gedächtnisverlust, Olivia, oder so? Mich triggert das nicht. Ja, das ist sehr gut, Homepage. Weil das sollte dich auch nicht triggern, weil Thunfisch ist sehr lecker. So, hier, bitteschön. Benny ist Freundin, nicht nett. Ach ja. Siehst du, genau die richtige Größe. Dann lass uns mal ausprobieren, ob wir als letztes Schritt diese Karre einsetzen können. Hoffe doch mal. Warte mal. Ich verändere den ganzen Kram nochmal. Und pack jetzt genau die Karre da rein. Perfekt. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Verbindung geschaffen. Okay, nice. Geschafft! Sieh nur das ganze Wasser an, wo das wohin fließt. Das werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden. Und wir bekommen eine Feuerblume. Warum kommt man jetzt hier ins Wasser? Das Spiel... Das ist weird. Das Spiel sagt uns die ganze Zeit, Wasser ist böse, spring da lieber nicht rein. Aber jetzt hier können wir plötzlich ins Wasser rein. Alles klar. Das sind immer so inkonsistente Game Design Sachen. Das weiß ich gerade nicht, was ich davon halten soll. Das triggert mich gerade ein bisschen. Ist jetzt keine schlimme Sache, aber einfach etwas, was mich triggert, ehrlich gesagt. Aber wisst ihr was? Ich bekomme von diesen Schieberätseln hier, sag ich mal, einfach voll den Zelda-Vibe. Erinnert mich einfach voll an die Zelda-Serie, dass man sich da auch so Sachen verschieben kann und so. Ich weiß nicht warum, aber
Voll das. Wie einfach voll das typische Zelda-Rätsel. Da hätte ich auch mal Bock drauf, das irgendwann zu streamen, ein Zelda-Spiel. Hätte ich da Bock drauf, mal so in den Raum gefragt. Mich interessiert ja immer, auf was für Spiele ihr Bock habt, sag ich mal. Und deswegen frage ich gleich mal, wäre Zelda interessant für euch? Aha, jetzt hat sich das gedreht, okay. Oh, das Maul, das Wasserpergament steht halb offen. Jetzt sieht es ganz überrascht aus, oder? Vielleicht, weil wir das super schwere Kachelrätsel gelöst haben. Ja, so schwer war das auch nicht. Ach, na, jetzt dreht ihr das permanent hier, oder was? Nett. Und nochmal danke für 100 Bits, Phil. Nice. Das ist echt cool. Danke schon dafür, Phil. Daumen hoch dafür. Was ist denn jetzt hier los? Ich weiß es nicht, Benny. Plötzlich haben alle Lust, Bits zu spenden, scheinbar. Finde ich cool von euch. Könnt ihr gerne nachmachen, ein Spaß. Oh, Mann. Was ist hier unten noch? Hier unten war ich noch gar nicht. Da sind Flapflaps. Oh. Ups. Zelda, okay. Da hätte ich auch Bock drauf, Cube. Da hätte ich auch Bock drauf. Ich habe es bisher halt selbst noch nicht gespielt, sondern bloß als LP gesehen gehabt. Aber ich besitze das Spiel, aber kam bisher noch nicht zum Spielen davon. Deswegen, ich hätte Bock darauf, es mal irgendwann zu streamen. Vor allem, wenn das Soundtrack davon so krass gut ist einfach. An das originale Crypt of Necromancer habe ich mich bisher... Ja, ich kann nicht reden. Habe ich mich bisher noch nicht rangetraut, weil ich immer gehört habe, dass das Spiel voll schwer sein soll. Und deswegen habe ich es bisher noch nicht gekauft. Gastronomie-Kühlschrank. Alles klar. Ist das der aus dem Turm, wo wir am Ende den Buntstift-Boss besiegt haben? Ja, ich kann nicht reden. Besiegt haben? Ich glaube. Da hinten... Fällt mir gerade schon was auf, was da wohl sein wird, ich weiß es nicht. Hm, komisch. Ich warte darauf, dass Benny wieder mit einer höheren Summe ankommt. Also willst du jetzt Benny bloß triggern, dass er auch Geld ausgibt oder was? Gute Taktik, Phil. Nein, Spaß. Es gibt nie schon eine Demo. Zu den normalen Crypt of Necrodancer oder was? Was meinst du jetzt? Warte mal, warte mal. Was genau? Wie genau? Machen wir erstmal das hier so. Dann das hier so. Nee, das hat jetzt nichts gebracht. Nö, Phil. Bin eben weg. Ciao, Homepage. So, in einer Crypt habe ich mir nach Kingdom Hearts of Steam gekauft. Das Spiel ist hart wie Scheiße. Bin nicht so gekommen. Uff. Ja, wie gesagt. Ja, ich habe doch gesagt, Jub, ich besitze Cadence bereits, aber ich habe es bisher noch nicht spielen können. Ich habe einfach zu viele Spiele auf meinem Backlog, deswegen habe ich es bisher nicht gespielt. Das ist das Ding, aber ich habe es schon. Das habe ich mir irgendwann gekauft, als es mal im Angebot war. Was zum Teufel? Lässt der einfach einen Cooper auf... What the fuck? Okay. Einfach voll der Mörder-Flap-Flap, der einfach mal seine Freunde umbringt, quasi. Der kann ich mir grundsätzlich behalten, nett. Ja. Hat doch auch seine positiven Sachen, würde ich sagen. Dass Benny nichts spendet. Ach ja. Was? Ah, okay, ich konnte... Warum aber konnte ich nicht mal auf den drauf springen? Das war weird, aber okay. Wundervoll. So, ja, ich habe schon gesehen, liebes Spiel. Hier oben ist ein Toad. Und dahinter scheint eine Truhe zu sein. Du hast eine Rettung, Mario. Zum Glück hast du mich bemerkt. Warte mal ganz kurz, ich muss was einstellen. Weil wegen des 3D-Land-Streams ist mein Mikrofon wieder falsch eingestellt. Fällt mir nochmal so auf.
Beziehungsweise war die Verzögerung noch nicht richtig eingestellt. Noch nicht richtig eingestellt, sprich deutlich. Ich dachte schon, ich müsste meine Tage als Fensterdeko in diesem nasskalten, vergessenen Tempel zubringen. Armer Toad. Oh, nett. Wofür habe ich das bekommen? Dankeschön dafür. Das ist ziemlich praktisch. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario. Und stärker boxst du obendrein. Ja. Ach, meine Rettung geht mir richtig zu Herzen. So sehr, dass ich sogar ein Herz erschienen ist. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich etwas übe, erscheint vielleicht auch meine Pizza, wenn ich besonders hungrig bin. Den Trick möchte ich bitte auch können. Dankeschön. Ich stelle euch das mal vor, könnt einfach so, wenn ihr Hunger habt, einmal kurz mit den Finger schnipsen und plötzlich ist eine Pizza vor euch da. Das wäre doch mal nice. Da hätte ich einfach voll Bock drauf. Und das hier, habe ich mir gedacht, dass da ist eine Brücke aus den Blöcken. Das war, ich habe halt gesehen, man kann da rein. Wow, sehr schön. Hab deswegen geguckt, wie kommt man da jetzt hin. Nett. Geht's noch irgendwie weiter hier oder so? Ja, scheinbar nicht. Ist auf der Seite auch eventuell was, als... Nee. Das ist quasi synchron, ist aber nee, scheinbar nicht. Sad. Okay, das sieht wieder sehr spannend aus, dieser Kampf. Mach mal. Oh Gott, also... Ich finde manchmal... Nee, Moment. Es ist so unübersichtlich teilweise, finde ich einfach. Es ist teilweise einfach mega unübersichtlich. Wie man jetzt genau den Kram machen muss. Warte mal, das hier... Das hier passt ja jetzt. Und jetzt muss noch... Genau, einfach das hier. Genau, okay, alles klar. Das war richtig. Es ist vor allem durch diese verschiedenen Gegnertypen teilweise einfach so unübersichtlich, finde ich. Und deswegen bin ich da manchmal ein bisschen zu doof, die richtigen Muster direkt zu erkennen. Aber hat ja am Ende des Tages alles geklappt. Wie sieht es eigentlich inzwischen bei euch aus? Das Spiel ist jetzt schon 2 Wochen draußen. Habt ihr es schon selbst gespielt? Habt ihr es schon durchgespielt vielleicht sogar? Bei Cube weiß ich, dass er schon das durch hat. Und falls ja, wie findet ihr es denn bisher? Oder falls ihr bloß die Streams hier schaut, frage ich auch, wie findet ihr es denn bisher? Das interessiert mich natürlich. Auch an die Leute, die es hier nachher auf YouTube schauen, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Logischerweise. Ich bin Kommentaren nie abgeneigt. Hab's durch. Hast du ja schon gesagt, Cube. ich hab's mir nicht gekauft. Und hast du es noch vor, Phil, oder sagst du dir, nee, reicht mir hier im Stream zu sehen, oder interessieren dich die Paper Mario-Spiele gar nicht, oder wie ist das? Was hat der denn an der Hand? Hey, gebt den Fallkreis zurück. Ihr wisst ja gar nicht mal, wie man ihn benutzt. Mario, wenn sie ihn nicht wieder rausrücken, musst du ihn zurückholen. Okay. Mache ich oder versuche ich? Warte, nee, das war falsch. Ich muss zuerst... Zuerst muss ich den, glaube ich, runter. Nee. Wait. Bin ich wieder lost. Ah, okay. Ich habe bloß den falschen Ring. Habe bisher kein Interesse an dem Game, okay. Und einfach generell an den Mario und Luigi und Paper Mario Spielen nicht oder einfach speziell an dem Spiel halt nicht. Also ich finde es bisher halt echt gut, muss ich sagen. Jetzt haben wir so einen Faltkreis unter uns. Oder ist der jetzt bloß für draußen? Ist der jetzt gar nicht hier für den Kampf, sondern ist der für draußen oder was? Ich weiß es halt nicht.
Letzte Schergenschlacht. Ah, jetzt wird aktiviert, okay. Kann man jetzt benutzen irgendwie? Pergamacht. Fallkreis aktiv. Verwandelt sie sich wieder in das komische Erd. Ja, okay, nice. Und Mario reitet einfach dem Vieh drauf, geil. Jetzt habe ich mal schon gedacht, dass das Erdpergament ein Viecher war, weil es der grüne Fallkreis war. Kommt das einfach random oder gab. Wow, 50. Holy shit. Kam das einfach random, dass ich das benutzen konnte oder gibt es da einen speziellen Trigger für, sag ich mal. Das war ja krass. 50 Schaden einfach, nett. Wow, das Loch da drunter einfach. Dankeschön, Spiel. Das war überhaupt nicht gemein. Uff. Hab PM1 und Snickerster gespielt und kenne PM2 ist mein Color Splash und LPs. Alle coole Spiele bis auf Color Splash. Ich weiß immer nicht, was alle gegen Color Splash haben, ehrlich gesagt. Also von dem, was ich von dem Spiel gespielt habe in der einen Stunde und von dem, was ich gesehen habe, finde ich es eigentlich echt witzig. Das Einzige, was mich an Color Splash stört, ist das Kampfsystem. Weil es einfach immer so ultra lange dauert, die Karten auszuwählen, die Karten einzufärben, die Karten auf den Bildschirm zu packen. Aber ansonsten finde ich das Spiel echt okay von dem, auch was ich gespielt habe. Also das hier ist klar besser. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe mit dem Spiel hier schon sau viel mehr Spaß. Und ich glaube kaum, dass Color Splash in irgendeiner Weise herankommen wird. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was alle immer gegen Color Splash haben, muss ich sagen. Ich muss es erst noch durchspielen, um eine komplett finale Meinung zu bilden zum Spiel. Aber ich weiß nicht. Kommt nur bei so Schlachten mit mehreren Enemies, aber random. Ah, okay. Ist ja dann quasi voll wie eine Final Fantasy 15 Beschwörung. An die Final Fantasy 15 nicht kennen. In dem Spiel ist es einfach so, dass du random einfach mitten im Kampf, wenn deine HP low sind, kann es passieren, dass du beschwören kannst, aber nur kann, es muss nicht. Manchmal passiert es plötzlich, manchmal auch nicht. Das ist mega inconsistent und keine Ahnung, deswegen. Ich komme hier in die Münze ran. Hab ich das verkackt irgendwie? Doof. Was hältst du von den aktuellen Leaks? Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es interessant zu sehen, aber ich habe mich gefragt, wo das plötzlich auf einmal alles herkommt. Also ich finde es mega interessant zu sehen. Jetzt vor allem die Yoshi's Island Beta fand ich spannend, die ganzen Sprites zu sehen, die es quasi nicht ins Spiel geschafft haben. Und genauso auch bei SMW. Und jetzt bei Mario 64. Warte, nee. Bei Mario 64 ist halt auch mega spannend, einfach zu sehen. Nee, wait, hä? Kann man? Hey, wie soll man das machen? Ich bin von der Torz dafür. Bei Mario 64 fände ich es auch spannend, irgendwie halt zu sehen. Ach so, oh Gott, bin ich lost manchmal, ey, sorry. Bei Mario 64 finde ich es auch spannend zu sehen, was da noch für Beta-Level vorhanden sind. Und jetzt auch die ganze Sache mit Luigi ist auch mega interessant. Dass jetzt das originale Modell quasi wieder erhalten ist und so. Aber ja. Manchmal. Ansonsten weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich frage mich, wie gesagt, einfach, woher die alle plötzlich kommen. Warum kommt das alles jetzt raus? Wer ist dafür verantwortlich? Und ich frage mich auch, was Nintendo jetzt davon hält, dass einfach dass alles rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass die das nicht so geil finden, irgendwie. Aber es ist, wie gesagt, sehr spannend zu sehen und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ehrlich gesagt. So, der Kampf ist wieder einfacher. Hier kann ich einfach die dahin packen und das hier so. Da verstehe ich aufhören nicht. Warum brauche ich dafür 3 Ringzüge, wenn das so einfacher geht? Egal. Hat's geklappt. Ja, hat's Toad. Ich finde das so cool immer, im Kampf diese random Sachen, die Toads immer sagen. Da achtet man kaum drauf, aber irgendwie ist das cool. Ich mag das.
fühle mich, ich wäre Mario. Ja, ich auch. Dann könnte ich einfach jetzt hier in so einem schönen Wassertempel abchillen, wo es bestimmt richtig angenehm kühl ist. Bei uns war es heute recht heiß draußen, muss ich sagen. Das war nicht so geil. Jetzt komme ich doch gar nicht mal an den Block da dran, oder? Nee, den hab ich versaut, glaube ich. Ich hätte zuerst... Ach man, respawnen die Blöcke, wenn ich hier rein rausgehe? Oh. Noch eine Statue mit Wasserpergamenton. Die spuckt ja eine ganze Menge Wasser. Bin mir nicht sicher, ob ich davon Durst bekommen soll oder nicht. Aber beeindruckend ist es auf jeden Fall. Naja, als Wasserpergamenton muss man wohl eine Folie mit Wasser haben, oder? Ja, das ist wahr. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, ist es wieder da? Nee, oder? Ach doch! Cool. Das ist praktisch. Jetzt müsste man halt bloß noch drauf landen. Ist Benny eigentlich an seinem Thunfisch erstickt oder was mit dem Jungen passiert? Wo ist der hin? Das frage ich mich gerade. Kommt man so auch an die Münze ran? Guck mal einer an. Nett. Das ist interessant. Und hier haben wir auch noch was. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wie viele Prozent haben wir jetzt eigentlich hier? Toads fehlen noch ein paar. Okay. Fahrzeichenblöcke fehlen auch noch ein paar. Übrigens, Cube, wo du gerade da bist, wie ist es eigentlich mit dem Tempel hier? Hast du da jetzt alle Fahrzeichenblöcke gefunden? Kann man die jetzt schon bekommen? Also könnte ich die jetzt schon bekommen? Oder geht das später? Sag nicht wie oder wo oder so. Ich möchte nur wissen, ob ich die jetzt schon bekommen kann oder ob das eventuell erst später im Spiel irgendwann geht. Falls du es weißt, wie es funktioniert. Vielleicht weißt du es ja auch gar nicht. Kann ja auch sein. Und hast die auch gar nicht bekommen. Weil das wundert mich halt voll. Wir haben die bisher nicht und irgendwie hat mich es voll irritiert. K.A. Also hast du es auch noch nicht, oder was? Ist hier noch irgendwie ein Block oder so eventuell? Nee, schade. So, was gibt es jetzt hier zu tun? Das sieht aus wie irgendwelche Zahnräder da wieder an der Wand hier. Da oben ist ein Loch auf jeden Fall. Und auch ein Toad scheinbar. Okay, die kann man so nicht aktivieren. So, wie geht das denn jetzt hier? So und so, oder? Genau. Das Kampfsystem ist echt schon cool. Wenn man sich da mal reingewöhnt, ist das echt nice. Macht Spaß. Wundervoll. Aber wo ich das gerade bei den Prozenten angesprochen habe, seid ihr denn Menschen, die immer in Spielen alles irgendwie zu 100% lösen wollen? Oder seid ihr eher Menschen, die sich immer sagen, nee. Muss jetzt nicht sein. Oh. Okay. Weil ich bin ja eigentlich immer schon eine Person, die, wenn es irgendwie so Prozentanzeigen gibt, sag ich mal, da immer alles bekommen möchte. Das Peinlichste an der Sache mit der Fensterdeko war, dass mir sehr wohl bewusst war, wie wenig ich zur Einrichtung passe. Sehr schön. Ah, das war der letzte Tau. Nice. Also... Wenn es irgendwie so eine Möglichkeit gibt, irgendwas zu komplettieren in so einem Spiel, dann würde ich da auch mal versuchen, alles mitzunehmen. Das Doofe sind eben bloß, wenn es verpassbare Sachen gibt. Dann, warte mal. Ah, muss man den hier nehmen. Moment. Ach so, und jetzt einfach... Oh, bin ich los mal wieder. Ja, wenn es irgendwie was zu komplettieren gibt, dann bin ich da eigentlich immer Feuer und Flamme für alles zu holen. Aber wenn man irgendwas verpassen kann, dann ist es immer doof irgendwie. Also so unwiderruflich verpassen kann. Willkommen zur Homepage. Also meinetwegen,
Wenn man jetzt hier irgendwelche Fragezeichenblöcke verpassen könnte und die dann halt die 100% kaputt machen, dass ich die am Ende nicht mehr bekommen kann, dann wäre das schon irgendwo doof. Ich weiß halt nicht, wie es ist, aber das wäre echt unpraktisch. Kann man hier irgendwie... Was bringt einem das hier? Oder kann man... Kann ich noch weiter? Ah. Kann man für einen Typ mehr drauf? Ja, kann man aber. Ach so! Ach, nett für das an den... Ja! Okay, das ist nett. Also ich muss sagen, von den Rätseln haben die sich in dem Spiel echt einiges von Zelda so geklaut gefühlt. Es gibt in den Game einen Gameplay-Bug, der einen aus 100% rauslockt. Okay, das habe ich, davon habe ich sogar schon erfahren. Ich weiß nicht, wie der Bug funktioniert und wo der ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es einen gibt. Ich hoffe einfach mal, dass es da irgendwie bald ein Patch für geben wird, weil es ist halt scheiße, wenn du so einen Bug hast. Weißt du da Näheres zu Cube, wo der ist und wie man den vermeiden kann? Weil das wäre halt schon ganz gut zu wissen. Ich hoffe mal, dass die da aktuell dran arbeiten, den irgendwie rauszupatchen, weil das wäre echt nicht so geil, wenn der mir meinen Spielstand versaut. Ganz ehrlich, ich würde dann wahrscheinlich das Spiel sogar nochmal durchspielen. Ach du Schande, was geht jetzt hier ab? Ich würde das Spiel sogar nochmal durchspielen, um mir die 100% zu holen. Beziehungsweise, ich habe es ja schon mal erwähnt, aktuell mache ich das sogar. Ich habe ja zwei Spielstände aktuell. Weil meine Schwester das Spiel halt auch spielen möchte, aber es nicht selbst spielen möchte. Und deswegen spiele ich das quasi mal mit ihr zusammen so ein bisschen. Also ist der zweite Spielstand, der existiert. Und ja, deswegen spiele ich zum zweiten Mal nochmal. Und ja, deswegen, wenn jetzt irgendwie hier im LP-Spielstand quasi was kaputt gehen würde, hätte ich den Spielstand noch, weil da bin ich noch nicht so weit wie jetzt hier. Da bin ich gerade kurz vorm zweiten Boss, also den Buntstiften. Deswegen, falls irgendwas von dem Spielstand hier sein sollte, könnte ich am Ende immer noch den benutzen irgendwie oder so. Ah, man kann hier runter. Den kann man erst bei der letzten Luftschlange encountern, also no worries. Okay, alles klar. Das dauert noch ein bisschen, bis ich da hinkomme. Sehr schön. Das erinnert mich an das, was es damals auch in Zelda Skyward Sword gab. Was sie damals mit so einem eigenen Wii-Channel gefixt haben. Das war noch Zeiten, 2011. Also die ganzen Patches und Updates, alles erstmal so langsam ins Rollen kam, sag ich mal. Vorher war alles noch irgendwie, wenn es einen Bug in einem Spiel gab, war der quasi unfixbar und dann für immer im Spiel. Und jetzt letzten Jahre, oh man, nee, das war dumm. Ich glaube, ich muss zuerst, nee, wait, hä? Nee, Moment. Der war früher immer unfixbar und jetzt kann man so Bugs einfach ganz easy rausnehmen quasi aus dem Spiel. Das ist schon krass irgendwie. Ich bin gerade ein bisschen lost. Wenn es einen Bug gibt, ist es ja unfixbar, Game Freak. Ja, halt echt. Das ist einfach deren Firmenphilosophie oder so. Warte mal, hey, ich bin gerade dumm. Was muss ich genau schon wieder hier machen? Nein! Ach man. Egal. Ich bin einfach dumm. Ich vergesse immer, wenn ich dann drücke, dass es dann final ist. Dass ich dann nichts daran verändern kann, dass dann die Reihenfolge, die ich auswähle, final ist. Ach man, ey. Ich bin einfach teilweise zu los für das Kampfsystem. Es ist unfassbar. Das tut mir auch selbst weh. Nicht nur euch. Au! Okay, das Blocken ist komisch. Da ist das Timing von mega weird.
Ah. Die brauchen nur ein halbes Jahr, um die Hacked Rates zu fixen. Ach, das ist Game Freak. Es ist Game Freak. Als ob die, so wie ich die einschätzen würde, haben die wahrscheinlich nicht mal mitgekriegt, dass es sowas in ihrem Spiel gab, so ein Bug. Das ist das Bild, was ich von Game Freak habe. Ehrlich gesagt. Die sind halt in meiner Welt einfach komplett lost und bekommen nichts mit. Deswegen bekommen sie auch die ganzen Fanaufschreie nicht mit, wenn sich die Leute über die Spiele aufregen.